Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Edna bricht aus. Ja, wir haben es ist eine Zeit lang nichts da gewesen, aber wir wissen, er hat einen Bügel. Entschuldige bitte. Den wir haben wollen. Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha, und jetzt willst du tauschen? Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein echter Freund. Okay, das heißt, wir haben jetzt diesen Kleiderbügel Nummer 2. Können wir dann jetzt nicht, weil das ist ja dieser Kleiderbügel zum Wäschelift benutzen. Dann können wir doch mit dem... Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Ah, gut, dann kommen wir ja. Okay. Schauen wir uns mal so ein bisschen um. Die Wäscherei hat das gut verpackt. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Deswegen wird natürlich gleich das Licht angemacht. Die Wäscherei hat das gut verpackt. Thank you.
wozu der wohl gut ist. Was macht der Lichtschalter wohl? Okay, wir gehen mal hier in die Tür. Jetzt bin ich der Captain. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harf. Hallo, Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Warte, antworte nicht. Du bist Edna. Stimmt's? Hey, woher weiß er das? Woher weißt du das? Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Hey, kann man nicht einfach den... Dr. Marcel schließt seine Polo-Trophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzle-Wettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Drogelbecher vorbeikommst. Ja, da bin ich ja schon dran vorbei. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Aber man kann auch, wenn man den Generalschlüssel hat, dann brauchst du auch keine Kopie. Du kannst ihn doch einfach verwenden. Ist zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Oh. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Das ist leicht. Der Wächter, den sie Blase nennen, hat ihn.
Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im 3. Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Okay, also wir wissen jetzt, was wir... Kann ich nicht... Dachte ich's mir doch. Verschlossen. Okay. Hier haben wir ja eigentlich alles durchgesucht. Wir haben zum Sicht... alles gemacht. Ich schaue mir nur an, ich drück nicht drauf. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Oh. Gehen wir mal in die Tür. Okay. Es ist gruselig, in so einen Raum zu kommen, da ist gerade gar nichts. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Man ist immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Ein Becken, wie es im Bade steht. Süß. Okay, hier ist nichts. Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Es sind halt nur beides sehr ungewöhnliche Eier. Okay, dann reden wir mal mit Hotti und Motti. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Süß. Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Hoti und Moti? Oh, die Musik ist voll schön. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erwarten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber
Mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Bis später. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein, man sollte keine Chips im Bett essen. Die krümeln nur das Laken voll. Und wenn man das Laken voll krümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Und dort brauchen sie dann Wochen, um es zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Wollt ihr mein leeres Cocktailglas haben? War da etwa Stinkdrink drin? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig damit. Es gibt seit neuestem einen Zusatzartikel im Sondermüllgesetz. Darin geht es ausschließlich um leere Stinkdrinkgläser. Den gebe ich nicht, Ketchup. Braucht ihr etwas Senf? Oder Senf. Wir essen nicht mehr im Bett. Wenn man das Laken voll krümelt. Es landet dann im... Sagtest du Wochen? Okay. Das hier. Okay, das hat er ja schon gelabert. Also nichts, was zu essen ist? Schere? Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Oh! Ihr seid frei! Wow! Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Hier spricht die Polizei. Lösen Sie sofort diese Versammlung auf. Netter Versuch. Aber wir sind untrennbar miteinander verwachsen. Es gibt kein Versammlungsverbot für siamesische Zwillinge. Ja, was essen wollten die ja nicht. Das ist kein Chip-Telefon. Echt nicht. War eigentlich das Telefon. Wollt ihr einen abgerissenen Telefonhörer? Kein Interesse. Wir haben auch so schon reichlich wenig Draht zur Außenwelt. Mhm. Braucht ihr einen Kugelschreiber? Eigentlich bräuchten wir zwei. Wir spielen gerne Sudoku gegeneinander. Gegeneinander? Ja, aber Moti schummelt. Tu ich nicht. Er denkt sich irgendwelche Zahlen aus. Das sind Eskimo-Zahlen. Spielt ihr Polo? Oh, schon lange nicht mehr. Es ist nicht so einfach, siamesische Zwillingspferde zu finden. Ja, 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 das kann ich nachvollziehen. Also, und jetzt Chips? Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein, man sollte keine Chips im Bett. Die und wenn und doch... Sagtest du, geh das? Okay, ich glaube, ich gehe wieder. Was kann ich denn jetzt machen? Und wenn das, was ist, warte, was ist, wenn ich nochmal reingehe? Sind da immer noch? Okay.
Hier kann ich nichts machen. Hier im Bad kann ich auch nichts machen. Hier kann ich eigentlich auch nichts machen. Außer ich könnte weiterfahren. Aber ich glaube, ich muss hier schon irgendwie noch was tun. Was ist, wenn ich nochmal... Die sind weg? Das ist mit Abstand das weicheste Bett, das ich je gesehen habe. Warum sind die weg? Wo sind denn die? Und die haben mir irgendwas davon gelabert, nichts drauf zu essen. Und Wäscherei und das wollen... Im Bett darf man aber keine Chips essen. Weil wir brauchen... Der Typ hat uns ja uns erzählt, dass wir was Weiches unter uns brauchen, weil wir sonst uns alle Knochen brechen, wenn wir zur Wäscherei fahren. Und deswegen tun wir da jetzt mal was zu essen drauf. Diese komischen Chips da. Ich kann mir vorstellen, dass wir die Sachen irgendwie noch alle später brauchen. Viel, viel später. Und dann gehen wir nochmal dahin. Aber ich kann da hinten in die Tür. Ich kann in die Tür, aber in die Tür nicht. Okay. Und los geht's. Schauen wir mal. Ein freundlicher Herr. Und Waschmittelwerbungsweiß. Da kommt der nächste Ausgang. Naja, und dann raus. Raus! Raus! Hä, wie komme ich denn raus? Da kommt der nächste Ausgang. Okay, dann fahren wir einfach mal ein bisschen so durch die Gegend. Und ja! Yay, ich bin jetzt Lift Girl. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in einer weiteren Folge wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und bis dahin. Ciao, ciao!